Herzlich willkommen, ich bin's wieder, eure Cassie für Monaco Deluxe. Und in dieser dritten Folge von mir habe ich mir drei Mascaras rausgesucht, weil wir stehen ja meistens vor dem Regal mit einer Vielzahl von Mascaras und wissen gar nicht, wozu nehme ich denn die eine oder die andere. Hier zeige ich es euch. Viel Spaß! Heute zeige ich euch die verschiedenen Mascaras und was die Bürsten jeweils können. Dazu habe ich mir drei Exemplare ausgesucht. Einmal von W7, einmal von Marlowe Wilz und einmal von Essence. Und wir fangen jetzt erstmal mit der Essence Mascara an. Diese hier ist eine Extra Volume Boost Mascara. Das heißt, alle Mascaras mit so einem dicken Bürstchen, ihr seht das, die tragen Volumen auf. Das heißt, hier ist die Konsistenz deutlich fester. Und die Farbe wird hauptsächlich am Wimpernansatz abgegeben, in den Längen dafür aber nicht so sehr. Während die W7 Mascara, die ähnelt übrigens der The Real Mascara von Benefit, also hat fast exakt das gleiche Bürstchen. Ihr seht, das sind so Gummibürstchen, die machen Länge. Hier ist die Konsistenz auch wesentlich flüssiger. Vorteil, die trocknen nicht so schnell ein wie die Volumen-Mascaras. Die gehen hauptsächlich in die Längen, machen aber nicht so viel Volumen. Jede einzelne Wimper wird hier aber umhüllt. Oder Variante 3 von Marlowe Wilz. Hier haben wir ein Bürstchen, was beide so ein bisschen vereint. Das heißt, wir haben hier auch Härchen dran. Die ist nicht ganz so dick wie die Essence, ist aber auch nicht ganz so dünn wie die W7 Mascara. Die macht so ein bisschen von beiden, also ist ein schönes Mittelding dann auch. Ich zeige euch jetzt mal, wie man die Mascara am besten aufträgt. Ich nehme mir jetzt ein Kleenex zur Hand. Das lege ich mir mal kurz, schließen die Augen. Direkt an den Wimpern hier auf. Dann kommt mir nämlich keine Mascara hier oben dran. Und ich beginne jetzt mit der Essence Mascara, mit dem dicken Bürstchen. Und werde danach die W7 nehmen, um die Wimpern noch zu verlängern. Immer im Zickzack auftragen. Dann erreicht jede Farbe jedes Härchen. Zur Erinnerung, das ist jetzt die Volumen-Mascara. Mal kurz öffnen. Genau, macht nur ein bisschen am Ansatz Volumen. Im Anschluss kommt direkt die W7-Mascara da drauf. Nochmal schließen. Die mir nochmal Farbauftrag in den Längen gibt. Okay. So, das war jetzt das Ergebnis beider Mascaras zusammen. Das heißt, einmal Volumen und verlängern. Wem das zu viel ist und nicht immer zwei Mascaras nehmen möchte, der kann die von Marlowe Wilz nehmen mit dem Zwischenbürstchen. Da hat er so ein bisschen von beiden. So habt ihr aber den Maximaleffekt. So, jetzt wisst ihr ein bisschen besser Bescheid über die einzelnen Bürstchen. Ich freue mich über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich auch abonniert unseren Kanal. Und wen nochmal das High-Low-Lighting-Video interessiert, der kann das hier sehen. Ciao, eure Cassie.